Button left. Thank you.
Hallo. Hallo. Ich bleib da. Ja? Ja. Muss ich vielleicht noch mal kurz... Stulz hat mir gerade eine WhatsApp geschickt und hat mich zusammengeschissen. Warum? Ja, bestimmt blöd bin, einfach im Rennen abzuhauen. Echt? Ja, ja. Wirklich? Frisch asozial hat er das gesagt, auf alle Fälle. Uff. Also Stuhl ist ein ganz dicker Daumen nach unten. Nee, natürlich nicht. So rabiat hat er das nicht gesagt. Achso, warte mal, ich muss den Disney-Chat wieder anmachen. Mensch, Linus! Altes Haus! Du sprichst doppelt. Ja. Ja, wann ist denn der Zaudo? Car on the right. Clear on the right. Achso, läuft gut, Linus? So, warte mal. Mal gucken hier. Michael, kannst du wieder mit Chat reden? Irgendwas verpasst. Und mit mir im Teamspeak? Sollte gehen? Nee, wir sind P3. Das ist nicht Boxenstopp bereinigt. Geht das? Mach mal Test. Geht nicht, okay, wa? Nee, alles gut. Sehr schön, Linus. Freut mich. Geht das, Chat? Könnt ihr mir mal Rückmeldung geben, ob ihr mit Dings sprechen könnt? Michel? Paul fährt halt wirklich die 8 Stunden alleine durch, ne? Okay, großartig, denn ist alles okay. Hat auch ähnliche Zeit wie ich, ne? Das ist schon wild. Michael, kannst du ja mit Chat reden, ne? Und mit mir im Teamspeak. Was? Ich sag, kannst du mit mir im Teamspeak reden und mit Chat wieder über Discord. Also, ist alles gut. So wie vorher auch. Ja, ich hab das under control. Und okay. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, tschubi. Naja, lauter kann ich... Na doch, warte mal. Ich kann mich ja im Discord ein bisschen lauter machen, glaube ich. Moment. Außenumdrehung, Eisbrecher, vielen Dank für dein Reprime. Dankeschön. Vielen Dank. Naja, ist schon eine starke Leistung von Teil, muss man so sagen. Musik, ja, Musik muss man da ausmachen. Moment. Was war das jetzt? Witzig. Wie ist das jetzt entstanden? Weiß ich auch nicht. Wiederholung. Wo ist denn das jetzt passiert? Warum sehen wir das nicht? Ja, das war dumm vom Porsche. Das muss man jetzt einfach so sagen. Also war nicht deine Schuld, alles gut. Hinter dir erscheinen, den kannst du passieren lassen. Weiß nicht, hab ich gesehen. Gut. So, ach ja, ich wollte dich am Discord live lauter machen. Hier. So, jetzt ja, sind nur 2 Sekunden Schaden, ist alles gut. War nicht lauter sind, ja, der hat bestimmt nicht aufgepasst, alles gut.
Ab jetzt kannst du deine Mainz hochballern. Jo. Aber wild. Hätte böse ausgehen können. Ja, Schall macht das schon richtig gut, aber 8 Stunden durch wegfahren. Nee, das ist. Das geht. Das ist jetzt nicht so wild, aber. Richtig. Aber mich würde halt wirklich mal interessieren. Der Dizzy fährt er jetzt Map 1, easy. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber das ist halt unnötig, weil es hier halt um nichts geht. Na, jetzt kommt doch die Zeit. Wenn er jetzt den Quersteher nicht hat, fährt er 42er Zeiten. Na, läuft doch. Beste Altfeder, oh. Vielen Dank für dein Follow. Also ich sag mal so, also Podium ist, denke ich, realistisch, Chat. Ja, machen wir gleich. Aber zu viel Lob ist auch scheiße. Ja, P2 ist halt schon... halt schon wieder schneller, ne? Schon wieder 20 Sekunden in Front. So wird es halt nix. Schalm ist jetzt an der Box. Also wir haben richtig gut Zeit auf Schalm wieder rausgefahren, ne? Chat. Alles klar, Quatschende. Übrigens, du hast ja auch einen BTTV-Account gemacht, Quatschende, ne? Willst du, woher ich das weiß? Nee, nicht weil du es gesagt hast, sondern weil du mich als Mod dort eingetragen hast. P2 war schon in der Box. Also P2 ist die Boxenstopp bereinigt. Das wolltest du definitiv. Na moin. Oh, jetzt wird's ein 42er. Car on the right. Clear on the right.
Ah, zu weit ausgeholt. Oder? Nee, wird nix. Achso, da fehlt immer noch 14. Okay. Zelda ist schon wieder komplett los. Was denn, soll ich schon mal was sagen? Ich hab meistens mich mal selber eingestellt. Ich glaube, wenn er die hier mit dem Weiten fahren würde, da wird er nochmal 2-3 Zehntel gewinnen. 100%. Also ich bin ein ganz schlechter Mod. Bin aber ehrlich gesagt viel zu faul, mich mit den ganzen Punkten zu beschäftigen. Da bin ich auch heilfroh, dass ich solche Leute wie Flo und Stulzen habe, die wirklich sehr, sehr viel für meinen Kanal machen. Ich sag das eigentlich öfters, aber ich kann das halt nicht oft genug sagen, wie dankbar ich den beiden bin. Deswegen nochmal für Flo und Stulzen einen fetten Pinku-Hype. Ah, wenn das jetzt gut, ja, doch zumindest in 43.1. Josefa, hör auf, sowas zu jinxen, Mann. Jetzt oder die 42er. Ich hoffe nur, der bricht sich übers Knie. Der Mara KM ist am Startschild. Warte mal, wo ist denn der Scheinwerfer? Hier. Weiß ich gar nicht. Welche Farbe haben denn die? Nö, aber nicht. Ach ja, die gehen ja jetzt, ne? Stimmt, jetzt wo du sagst. Also, wir müssen uns das mal bei einem anderen Benz angucken. Ja, das ist ja GT4. Ja, man GT3. Die das schon? Ne, die haben das auch nicht. Hier, gucken wir mal hier bei denen. Die haben das auch noch nicht. Ah, Schallmatz bestimmt. Ja doch, er hat rote Dose gemacht. Interessant. Geh kacken, Junge!
Die haben keine, weil wir das noch gar nicht eingerichtet haben, Rexius. Das Kind ist schon ein bisschen älter. Müssen wir uns beim nächsten Mal merken. Rexius. Das ist echt geil. Feier ich echt, was du hier alles mit dir hast. Ja, aber das hängt damit zusammen, dass jemand anders die sieht. Ne? So, wie sieht das jetzt aus? Oh, der holt auf P2 auf. Nice. Und bleib mal mitteilen. Warum sollen wir denen das nicht sagen, Chat? Nein, aber wir können ihn doch... Das ist doch kein Lob. Ja gut, ich sag nichts. Herr Funky, ist das jetzt positiv gemeint oder bist du erstaunt, weil wir eigentlich P1 waren? Easy Chat. An Disney Jet ging das. Okay, wir sagen ihnen nicht, dass er auf P2 aufholt. Nee, Stuhls, ich wollte bloß sagen, dass P2 näher kommt. Ist ja eine Renninfo. Ja, kurzer. Deutschner. Der hat keine Liter im Tank, der hat Minuten im Tank. Achso, ja, Entschuldigung. Halt mich nicht an. Die hier oder wirklich die? Ja, ich muss mir mal wieder neue Zeit holen. Ich weiß gar nicht, wie waren das bei Intai? Musstest du die Menschen da töten oder konntest du die einfach so ausrauben? Okay, da hätte Stuhls nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Stuhls kommt schon wieder. Stuhls ist ein Bruder. Jetzt hat er aber wieder verloren. Wieso hat er... Hä? Sind da jetzt auf einmal 21? Der hat er jetzt nie im Leben 5 Sekunden in 2 Runden verloren. How?
generell nur die Emotes vor. Die sind einfach noch nicht fertig, Wechsel. Na gut, dann hätte ich ihn ja jetzt angelogen. Wo ist er denn momentan auf dem Track? Warte mal. Ja. Sie hat Puls. Dann schauen wir doch, dass er Puls hat. Gefährlich wieder, die Kurve losfährt. Jetzt hat er wieder eine Sekunde aufgeholt. Der Kleine ist vorm Großen, ja. Disney Chat, guck mal in die Zeitentabelle. Ich weiß, ach nee, der hat bestimmt die andere Tabelle offen. Da seht ihr das leider nicht. Mit 20 Sekunden kann ich, glaube ich, wieder zufahren. Action Walter? Wer ist denn Action Walter? Wisst ihr, wer Action Walter ist? Cool, mein Auto. Ach hier, Car Arndt, Platz 9 sind die. Ah, hier ist nochmal 21 und statt hier sind es dann wieder 20, glaube ich. Ne, Schalm fährt allein, da fährt die 8 Stunden durch. Hä? Platz 13? Ach so, ja, stimmt. Aber hieß der nicht auch Arndt? Arne hieß der, genau. Arne. Hat sich jetzt verschallt? Das ist auch kein Spaß, aber es geht definitiv. Aber wie gesagt, das habe ich mir vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren mal angetan auf der Rundschleife, wo ich 6-7 Stunden am Stück gefahren bin, weil die mich einfach alleine gelassen haben, die Schweine. Und ja, muss ich jetzt nicht haben. Das ist sehr nervenzerrend, bringt dich halt auch nicht weiter. Nee, er kann dann sagen, er hat alleine ein 8-Stunden-Rennen gewonnen. Wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss,
jetzt so von her. Wirklich jetzt nichts gegen die anderen Fahrer, aber die Feldstärke ist halt nicht gigantisch groß. Car on the right. Clear on the right. Nee, also 6 Stunden Autobahn fahren finde ich schlimmer als 6 Stunden hier Rennen fahren. Weil du hast immer eine andere Wiederholung. Bei der Autobahn fährst du halt im Grunde genommen bloß geradeaus, Glas oder Kurven, aber. Holt sie was, Cookie geht soweit gut, aber wie gesagt, mehr Infos kommen dann erst von ihm selbst. Also ich kann euch da nichts sagen. Genau, auf der Autobahn gibt es noch weniger Rennintelligenz als hier, das stimmt. Das stimmt, Maxus, da hast du recht. Aber er ist ja nicht 16 Stunden am Stück gefahren. Könnte man machen, aber da müsste viel Klozeit rausfahren. In dem Feld mag das mal noch gehen, aber in einem anderen Feld, wo deutlich stärkere Fahrer dabei sind, das ist es. Dann kann ich euch bei der nächsten Sektorzeit sagen, ob Platz 2 noch drin ist. Kann ich dir nicht sagen, was mit dem passiert ist. Keine Ahnung, Geary. Lässt sich noch gut fahren, Quatsch, Ende. 22 Sekunden. Der muss jetzt noch 27 Runden fahren. Wenn er maximal 30 Sekunden macht, dann geht das schon. Dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Wer sitzt da noch auf dem Auto? Mistbild, Jüngler und Slayer. Sailor, nicht Slayer, Sailor. Lässt er halt Vader noch? Vielen Dank für dein Follow. So, Chat, ich lasse euch noch mal kurz alleine.
left. Clear on the left. Ja, könnte daran liegen, dass das Mikro noch hochgeklappt hat. ja, was wollte ich sagen? The crime is not a crime, wollte ich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber ich wollte es bloß mal gesagt haben, weil Twitch Prime ist nämlich für Amazon Prime mehr kostenfrei, Chat. Und dann hätte ich mal noch eine Bitte an euch, na? Ich verlange ja selten was, ja? Also jetzt speziell, ich battle ja eigentlich nicht, ja? Aber es wäre sehr... Ja, sehr, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Ich verlange ja selten was, aber es wäre wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, wenn wir heute die 4500 voll kriegen an Followern. Also, wenn ihr Bock habt, followt den Kanal, das kostet euch nichts. Und ihr unterstützt mich damit, meine Lieben. Nein, 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 nein! Okay, es geht gut. Xbox Killer. Oh, come on! What the fuck? Grind Jeff! Ja, das war vorauszusehen. Oh, Jeff, come on! Oh, Jeff, come on, ich hab ja, extra gebremst, dein, Alter. Oh. Vielen Dank. Und Xbox 360 Killer, vielen Dank für dein Prime M2. Ja, also wie gesagt, nochmal back to topic. Wir haben jetzt eine Durchfahrtsstraße bekommen. Wie gesagt, Follow kostet euch nichts. Wäre schön, wenn ihr mich da hingeht. Sorry, Michel. Und wir fahren jetzt die Durchfahrtsstraße durch. Alles gut, das Podium ist fast safe. Wo ist mein Trink? Nein, ich hab mein Trink auf dem Tisch stehen lassen. Vielen Dank für eure Follows, die jetzt noch reinkommen. Dankeschön. Sehr lieb von euch. Car on the right. Clear on the right. Das ist toll. Car on the right. Mega nice von euch. Dankeschön. Danke für die ganzen Follows, die jetzt noch reinkommen. Aber weißt du, was das Gute ist, Lizzie? Was denn? Du kannst jetzt böllern.
Ja. Ja. Ich kann jetzt nur noch mal einen Karten. Ja, du kannst volle Esse böllern, ja. Wie viele Runden hast du jetzt noch? Warte, gleich. 12. Okay. Chat, bist du noch ich guck mal, dass ich den nochmal einhole. Aber ich glaube, der ist gerade in die Box, oder? Ja. Kann das sein? Nee. Hey, wir sind auf Platz 4? Ja, der hat mich gerade überholt. Ah, okay. Ja, gut. War entspannt. Ah, der ist nicht weit weg, da komme ich noch ran, Michel. Ich glaube, der ist langsam als ich. Warte mal, wer war denn das jetzt? Andi giftet 5 Subs rein. Mann, vielen Dank, mein Bruder. Dankeschön. Viel Spaß mit den Emotes. Es werden immer mehr Emotes. Dankeschön. Buchstaben und Zahlen oben rechts im Bild. Was bei Dizzy im Stream oder was meinst du jetzt? Oder dann muss ich gucken. Da ist eine Umdrehung. Ach so. Das sind die ACC-internen Stats. Ja, die stehen da bei mir nachher auch da. Ah, genau. Alex, mal vielen Dank. Dankeschön. Mach bitte die andere Tabelle an. Ja. Du Befehl. Jawohl, mein Herr. Gary. Wird sofort gemacht. Bei dir steht da. Ja, okay. Bei mir ist die Cam dort oben. Das stimmt. Aber die habe ich halt hinter der Cam. Bloß zur Erklärung, da ist Racecraft, also das ist wie gut du überholen kannst etc. und wie du dich im Rennen verhältst. Dann hast du Safety Rating, Car Control, Consistency, also alle solche Sachen werden dann in der Anzeige angezeigt. Ich glaube, PC gibt es auch, das ist Spacecraft und die kannst du eigentlich nur erhöhen, wenn du in diesen Special Events eine Zeit sitzt. Du meinst nach links, ne? Die Ganganzeige ist da. Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schon wieder. Nee. Warte. Mehr oder weniger, war. Jetzt geht's weiter raus. Genau so. Warte mal. Linker Rand passt. Erstmal. So. Soll das eigentlich hinhauen? Warte, mal schnell. Kann doch nicht ganz. Ach nee, jetzt verstehe ich. What does the chat say? Wiggle, wiggle, wiggle. Jetzt aber. Fehlt immer noch ein bisschen was. Ja, hier und. Perfekt. Jetzt sollte es hinhauen, oder? So ist gut, ne? Perfekt. Was ist los, Lieber? Bist du müde? Clear on the right. Aber er kommt an Platz 3 ran, das ist gut. Drake, vielen Dank für dein Prime.
Dankeschön. Danke für die ganze Unterstützung, Jungs. Ah, okay. Sag mal, hatte ich nicht eigentlich noch einen Schlaf-Emote? So, Schulden? Achso, ja, Luftdrücke. Das schon langsam machen, ne? Stimmt, das wollte ich eigentlich machen. Wir machen einfach. Olli, ich hab's jetzt gerade im Discord gesehen. Wo habe ich den jetzt? Ach, hier. Car on the left. Clear on the left. Ja, jetzt schon. Ja, Dizzy hat eine Durchfahrtsstrafe kassiert. Das ist jetzt passiert. Wir konnten es dann doch nicht schaffen, 8 Stunden ohne Durchfahrtsstrafe durchzufahren. Wie sieht es bei dir dann aus mit Luftdrücken? Ja, können wir machen. Okay. Machen wir Startziel. Ja. Vierziger Zeiten werde ich nicht schaffen. Nicht ohne Training. Geht los? Ja. 26,9. Warte. 26,1. 26,8. Warte. Ja. 26,4. Mach dann. Ja. 26,4 war das letzte. Ja, hab ich. Oder willst du nochmal fahren? Nee. Clear on the right. Dann werden wir nicht, fahren wir nicht aufs Podium. Ich versuche das jetzt hier so minimal zu halten, wie es geht. Ey, Silence! Noch 7 Runden. Oh, Kabu. Ich mach ein bisschen Zeit gut auf ihn. Sag nochmal die letzten Zahlen von Luftdrücken. 26,8, 26,4. Was? Nee. Also nur die letzten Ziffern der 4 Reifenluftdrücke. 9,1,8,4. Gut, haut hin, perfekt. So sieht's aus, Endo. Jeder hat seine Aufgabe. Bald für die TT zuständig. Dizzy für salzig sein. Ach so, nee, ich dachte, Flo hat es nur nochmal wiederholt. Car on the right. Zidane, also normalerweise fahren wir sie raus. Aber aufgrund dessen, dass die Temperaturen jetzt gerade sehr stabil bleiben. Sehr stabil bleiben. Oh shit, das geht rein. I'm sorry, my man. I'm sorry. Abu, danke für 25.
Dadurch, dass die Temperaturen jetzt relativ stabil bleiben und mein letztes Loop bei 19,19 gefahren ist und die jetzt 18,18 haben, ja, rechne ich da einfach nochmal 0,1 dazu. Dann hat sich der Lack. Ansonsten kannst du die auch ganz einfach berechnen, indem du sagst, pro 2 Grad einklicken. Also meinetwegen, du hast jetzt bei 18 Grad 26,1. Es wird dann 20 Grad, kannst du sagen, du kannst 26,2 machen bei 20 Grad. Ne? Ein Klick aller 2 Grad. Hoch oder runter, je nachdem. Funky hat sie erwischt. Wir warten jetzt Funky. Was? Ach so. Oh. Faster car coming up behind you. Würden wir den Gedanken nochmal zusammennehmen? Ja, ja, ja. Letzte Runde. Ja, auf geht's. Ja, ja. Danke für 15. Ey, Maxus! Das war halt instant notiert. Rüdiger, keine Gabriolen hier, ja? Rüdiger, nicht so tief! Ja, so rum, Deary, genau. Also je nachdem, wo es hingeht. Wenn es 2 Grad wärmer wird, dann machst du ein willst du früher ran? Fahr nur deinen Stiefel noch. Der wird sich nicht vor der Verantwortung gedrückt. Nee, alles gut. Ich frage nur, weil ich habe jetzt noch 5 Runden. Also man könnte dir halt noch eine Runde mehr zuschustern, das meine ich damit. Also du fährst jetzt noch 5 Runden. Ja, 5 Runden habe ich jetzt noch. Ja, die fährst du noch. Okay. Mache ich gerne. Herr Arslan, sapp das erste Mal rein. Vielen Dank. Dankeschön. Alles bereitgelegt, Kabu. Weißt du wirklich, was fahren die jetzt eigentlich für Rundenzeit? Boah, McFly hat auch nochmal in Sub im ersten. Oh, Jungs, was ist los jetzt? Dankeschön, McFly. Für ein Sub im ersten. Und Max haut sein Prime raus. Dankeschön, mein Bruder. Dank. Alter. Herr Aslan eskaliert jetzt komplett. Vielen Dank für 10, Magger. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist lieb, Lexora, dankeschön. Ich brauche unbedingt mehr Emotes, dass sich das so richtig lohnt. Boah, White Tiger haut auch nochmal 10 raus. Alter, seid ihr wahnsinnig. Dankeschön, Mann. Vielen Dank. Absolut wild schon wieder. Danke, Mann. Vielen Dank. Ah, oh, das macht mich gleich oder fertig. Macht mich gleich oder komplett fertig. Je mehr Satz, desto mehr Emotes. Ja, das stimmt. Dann schon wieder welche nachgestellt. Hier ist eine Box. Ja, schafft er aber easy. Hochgefahren. Ach, Jungs. Ja, Sharky, ich bin ja noch kein Partner, das ist ja das Schlimme. Ich hoffe, der Antrag geht diesmal durch. Ja, auf jeden Fall, Kapu. Was, du hast ein Rennen gewonnen, Archie? Nice, stark, freut mich.
Nein, Box ist da bereinigt, das ist nicht, das ist Chat. 4444 Follower, da fehlen halt noch 56 Follower. Fuck. Was hat noch Thinking geschrieben? Warte mal, jetzt muss ich gucken. Bierflasche schon bereit. Jetzt verstehe ich den. Das ist ein Sack. Die Bewerbung ist noch mal raus, die wird bearbeitet. Ich hoffe, ich bekomme nächste Woche. Dann. Ja, Sharky, das stimmt. Wir haben mittlerweile meinen YouTube-Channel überholt. Richtig nice. Wenn auf Dizzy's Niveau sind wir noch nicht. Mit 100.000 Followern. Wärst du bitte so nett und würdest mich vorbeilassen. Zertool 91, vielen Dank für deinen Prime, mein Freund. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde das halt wirklich geil, dass jetzt alle Instant Pico Hype hype. Also postet, richtig nice. Also das Emote hat sich bis jetzt am meisten bezahlt gemacht. Dankeschön, Kauki. Car on the left. Clear on the left. Volle Windung. Da ist eine Drehung. Es ist so gut. Es ist einfach nur so gut. Es geht jetzt wieder das ganze Rennen lang. Das war das letzte Mal, also das ist schon eine Weile her wieder, wo wir das 24er gefahren sind. Da ging das nonstop. Das war so geil. Ah, da ist eine Drehung. Wo ist eigentlich Hatcher? Hier fehlt eigentlich dieses neue Emote. Ich hab's extra für ihn gemacht. Für den ersten Star. Letzte Runde jetzt. Alles klar. Warum lachst du? Nee, weil die schon gerade absolut crazy hier sind. Danke für eure Follows. Und guck mal, mega viele Follows rein. Dankeschön, Mann. Ah, das Wiggle-Emote ist schon gut. Haben wir Zeit, dass es fertig wird? Ich hoffe, der bekommt es noch fertig. Ah, da ist eine Drehung. So, Dizzy Chat, ich mache euch jetzt erstmal wieder zu. Wir hören uns dann wieder. Cake Wiggle, Mann. Cake Wiggle. Komm jetzt rein. Ja. Ja. So. Auf geht's. Also wie gesagt, bei 4 Sekunden drückst du einfach einen Stopp. Ich weiß nicht. Ich hab's vorhin, nur habe ich die Zündung vergessen. Alles gut. Ja. Oh, wow. Kein Millimeter bewegt. Perfekt. Da ist eine Umdrehung. Oh,
15 Sekunden. Also Flo, ich kann jetzt 10, komplett Map 1 hochfahren. Ja, kann 8, ich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Autos an. Okay. Okay, good luck, Herr Fan. Danke. Oh, kommen wir sogar vor 3 raus? Ne, vor 4? Sieht so aus. I saved it. Nee, nee, komm nicht. Nicht ganz. Ah, nee, das sind noch 15 Sekunden, die er vor uns ist. Nee. Doch. Nee, 6 Sekunden. Hab's dir gesagt, Magga. Wir wickeln dich nach vorne. Starker Stint. Er fährt 43er Zeit, ne? Hab ich gerade gesehen. Kannst du dich in Teamspeak muten? Hab ich. Kubi, dann machen wir hier. Danke für den. Bist du zufrieden? Ja, jetzt ja. Danke für deinen Zuspruch und Chats Zuspruch. Das hat alles gerettet irgendwie. Ich glaube, diese. Na, also. Also, Chat hat eigentlich nur mit Cake Wiggle zugesprochen. Das ist Zuspruch, das ist richtig. Ja, gut, die Durchfahrtsstrafe. Naja. Jeff hat gesagt. Ja, gut. Jeff hat gesagt, war scheiße. Also mussten wir das machen. Okay, ich gehe mal ganz kurz AFK, ich muss mir was zu trinken holen. Genau, bis gleich. Bis gleich. Was, P2 hat eine Durchfahrtsstrafe? Ihr joked. Tatsache. Ey, da können wir noch P2 werden, Chat. Oder bin ich jetzt doof? Hä? Ach nee, der hat uns schon überrundet. Der war noch nicht an der Box, Chat. Gib doch einfach Gas, Bruder. Meine Sonne. Okay, wir müssen auf alle Fälle erstmal P3 noch einholen. Das ist erstmal unser elitäres Primärziel. Ja, Lerte, ist ein bisschen was passiert. Oh, P5 ist hinter uns, was ist da denn los? Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, mach doch mal nicht so viel Staub hier, Junge. Der Auto machen so, wir machen so und dann Auto kaputt.
Also ich helfe dem McLaren nur gern beim Platz machen. Das ist nicht das Problem. Das kriege ich hin. Ja, es ist schon wieder klar, es ist jetzt im Endeffekt, sind wir jetzt in dem Bereich eines Sprintrenns und der hat hier vor mir ist Platz 20, den will er natürlich auch haben, das ist klar. Ganz wilde Stelle. So, ja, da. Ja. P2 hat übrigens eine Durchfahrtsstrafe kassiert. Oh. Okay. Oh, fuck my life. Da haben mich gerade angeblinkt. Ja, fand er nicht so gut. Mir doch scheißegal. Der ist hinter wild. Der Cut war scheiße, aber naja. Ja, nützt ja nichts. Alles gut. Ja. Ich hab drei reingefahren und du ein. Also beruhige dich. Ja, mit ein bisschen mehr Aggressivität geht der Verkehr, Kappa. Hey, der Platz 3 ist auch relativ schnell. Ja. Wir müssen jetzt an Pace zulegen, dass wir den noch bekommen. 47 Minuten haben wir noch Zeit, 9 Sekunden, sollte drin sein, krieg mal hin. Die sind, Team 3 ist wirklich gute Pace gefahren. Also 43-0, permanent. So wird es natürlich nichts. Nein, P3 muss nicht nochmal in die Box. Ja, die werden wahrscheinlich durchfahren können, ja. Was fahren die für ein Auto? Mercedes? Die müssten, wenn denn... Nein, die müssen nicht nochmal in die Box. Nee, aber Dings fahren. Map 2? Quatsch, müssen sie nicht. Waren die vor dir in der Box? Eine Runde vor mir, ja. Ja gut, dann müssen sie mal kurz Map 2 fahren. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Nicht viel, aber ein bisschen, glaube ich.
Ja, genau. Väterchen Frost. Map 2 verbraucht etwas weniger Sprit. Und die sind bei einer Stunde 6 oder 7 rein. Und so viel kannst du nicht mit Map 1 fahren im Mercedes. Deswegen müssen die wahrscheinlich nochmal rein. Meine beiden Stints vorher, Captain GT, waren nicht so gut. Ich habe mich sehr vom Verkehr ärgern lassen und mich nicht konzentriert auf Fahren. Ich habe sehr viel Boden verloren dadurch. Ich habe leider erst zu spät zu mir gefunden in dem Rennen. Ja, schlecht war es nicht, aber wie gesagt, für die, um Platz 2 zu verteidigen, war es nicht gut genug. Wie gesagt, ich habe mich zu viel mit kleinen Kram beschäftigt. Boah, Steven Klamm. Haut 5 giftige Subs raus. Vielen Dank. Dankeschön. Mensch. Haben wir heute die 1000 voll gemacht, wa? Quatsch, lange nicht. Na! Nee. Na! Interessant. Vielen Dank, Steve. Dankeschön. Ehrenmann, genau. Dankeschön. Chat, bis wir nächste Woche selber Keck Wiggle haben und keiner mehr Keck Wiggle benutzen will. Ja, das wär so bitter, ey. Das wär wirklich so bitter, ey. Aber dafür gibt's die anderen guten Emotes dann. Oh, da könnt ihr euch wirklich schon drauf freuen. Die sind wirklich mega geworden. Kostheba, dankeschön für 5 Subs, Maga. Vielen, vielen lieben Dank. Wo will er hin? Say hello to my little friend. Steve, dankeschön auch an dich für 5 Subs. Muchas gracias. 1 wilde Steve. Danke nochmal. Ja, bei dir auch, hm? Ja, ja. Ihr seid, also einige von euch, die haben heute echt Laune. Bei beiden immer reinzimmern. Dankeschön, Leute. Wirklich. An beide Chats. Ja, danke, wie gesagt, danke, Steve. Hashtag WiggleRMe. Wiggle. Error, danke schön für 100 Bits. Nee, du standst nicht im Weg. Alles gut. Fuck, ich musste short shiften. Hagi. 6 Sekunden noch. Naja, mach's gute Fahrt.
glaube, das hat dem Cayman nicht so gefallen. Nee, war nicht so happy. Oder hat sich einer abgeschossen? Dass ich da nochmal mit reingegangen bin? Ja, ein bisschen Aggressivität muss sein bei dem Verkehr, habe ich festgestellt. Da muss man auch mal leider ein bisschen Arsch sein, irgendwie, wenn man aus dem Arsch kommen will. Also das hat mir sehr gut getan im zweiten Stint jetzt. Oder im dritten. Du musst Gas geben, also der S-Dorf ist nicht langsam. Nee. So ist das schön. Bitte alle so jetzt. Ah, da läuft gleich auf Schalm auf. Perfekt. Ich hatte zwei schlechte Stints, Arslan, und eben gerade hat es mich mit einer DT erwischt und dann sind wir ein bisschen zurückgefallen. Leider. Ich habe heute zwei Stints verkackt, ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht die Pace von den anderen. Noch nicht. Also mit dem Ferrari ja, aber mit dem Benzer nicht. Mit dem Benzer habe ich noch nicht so gute Pace gehabt. Anu, what's up? Nee, McFly, mein Rick ist von GSE. Nee, Basti, die werden übergeben, die Cuts. Michael hat 3 reingefahren und ich habe halt jetzt einmal, weil ich habe einmal kurz gepennt. Wir sehen den schon, Chat. Hab kurz gepennt und dann hab ich eine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Dankeschön, Aslan. Da vorne ist er, Chat. Ist gerade um die Ecke gefahren. Gleich mal Bescheid sagen, dass wir kommen. Zoberland, ja, du kannst dir Ausrufezeichen 8H, da ist Michel verlinkt. Folgt Michel, Chat. Michel ist ein guter. Ich denke mal, das nächste Rennen werden wir bestimmt auch zusammenfahren. Das 6-Stunden-Rennen hier. Schätze ich. Vielleicht fahren wir zu. Das weiß ich auch gerade nicht aus dem Kopf. Müssen wir mal gucken. Vor allem welche Strecke? Weiß ich auch gerade nicht aus dem Kopf. Kommen wir jetzt nicht mit Spa oder Bathurst? Nee. Barcelona ist die nächste. 6 Stunden. Okay, das geht. Klar, Barcelona ist geil. Fühl ich. Da bin ich, glaube ich, auch gar nicht so langsam mit Mercedes. Aber müssen wir immer mit demselben Auto fahren? Jo. Ah, bitter. Warum? So gut? Ja, ich hätte ein gutes Setup für ein Bentley. Oh, Bentley möchte ich auch gerne eigentlich mal fahren, aber ehrlich gesagt möchte ich immer nur Fefe fahren. Eigentlich möchte ich immer nur Fefe fahren. RRVGT, Patrick. Nächste eigentlich Woche? Nee, nächste Woche ist doch nicht schon Barcelona. Nächste Woche ist, glaube ich, Nürburgring. Nächste Woche müsste irgendwie Nürburgring sein. Das ist noch ein anderer Cup, bei dem wir angemeldet sind. Also ich. Was nicht? Achso. Ich habe noch kein Team. Lol. Aber das findet sich ja schnell. Wie viele Stunden sind das? Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist sogar von den Boys, bei denen wir 24 Stunden gefahren sind, glaube ich. Ich muss morgen mal in Ruhe gucken.
Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Durch das 24-Stunden-Bratwurstrennen bin ich ein bisschen raus. Say hello to my little friend. Wow, Herr Aslan, danke schön für 5 Subs. Oh, der war auch schon bei mir. Heute haben, also heute ist, Spendierhöschen offen, du. Das Mitte des Monats, ne? Mitte, ja, eben. Nicht mal Ende, sondern Mitte. Ist aber auch September, oder? Ich glaube, es ist September, ja. Aber was, das war, glaube ich, das mit den 20% auf geschenkte, verschenkte Subs, ne? Und auf Langzeit-Subs, ja. So ein Ding war das, ne? So sieht's aus. Ach, das lohnt sich. Das lohnt sich, ja. Kann man nichts falsch machen? Ne. Kann man nicht. Das stimmt. So, verschenkte und noch. Neue? Neue auch? Echt? Ich dachte nur verschenkte. Ach krass. Ich sag's mal, also, wir haben das ja gut angelegt hier vom September. Einfach mal neue Emotes machen lassen. Fabian raidet mit einem Zuschauer. Dankeschön, mein Guter. Ja, wollte ich halt sagen. Also, 12. ist 12 Stunden Nürburgring. Say hello to my little friend. Charinador, dankeschön. Ich freue mich so sehr. Ich kann es euch nicht oft genug sagen, aber die neuen Emotes werden einfach mega geil. Da könnt ihr euch echt schon drauf freuen. Wirklich. Dieses Mal wirklich. Also ich kann das bestätigen. Ich finde die auch gut. Und die sind super sinnvoll. Ich werde auch alles, also was heißt alles, aber einen Großteil vom September werde ich auch nehmen und werde dann auch die restlichen noch machen lassen. Ich mach das jetzt mal nach und nach. Kanu haut auch noch ein Subgift raus. Vielen Dank dafür, mein Guter. Dankeschön. Nee, nicht so ein TM. 2 Fünftel der Emotes sind schon fertig. Ende nächster Woche soll das wohl sein. Jax. Ende nächster Woche. Michel kann bestätigen. Also ja. Kein Soon TM. Gibt's Sneak Peek? Nee. Kein Sneak Peek. Oder ein Sneak Peek? Machen Simples. 5 Head wäre geil. Nee, das ist zu krass. Meinst du? Ja. Das würde ich aufheben. Meinst du, 5 Head ist zu krass? Ja, das ist zu krass. Das würde ich aufheben. Okay. Michael sagt, wir sollen es aufheben. Nimm ein einfaches. Bloß erstmal, dass wir vom Style her was sehen. Was ist denn was Einfaches? Ja, klasse, Luca. Das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Eigentlich ist das ja ein gutes Training dann. Aber da kann ich einen Nürburgring dann wieder nicht mehr sehen. Okay, 2 Sekunden. Wollt ihr das sehen? Dizzy wird gut. Okay, ich zeige euch Dizzy Nicht 5 Head gibt's noch nicht. Warte, das ist Dizzy Chat. Lisa, es gibt 18 neue gibt's, Chat. Ich weiß gar nicht, wie viel wir aktuell haben, aber den Rest lasse ich auch noch machen. Vom selben. Also so, dass wir einheitliche Emotes haben. Dings haben wir auch. 5 animierte Emotes haben wir auch. Also, gibt eine Menge. Wiggle ist auch dabei. Wiggle habe ich auch machen lassen, Chat. Ich glaube, für solche Emotes bin ich einfach zu alt. Ich finde die eigentlich ganz cool. Jax, am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht ein bisschen kindisch, aber ich finde die gut. Also ich meine, ich bin besser als meine Fratze fotografiert. Verstehst du, was ich meine? Flash-Emote wäre geil. Flash-Emote haben wir auch dabei. Laser. Was, du hast Flash-Emote? Ja, Laser. Ach so, okay. Ja, Lasern ist ja Flash. Haben wir auch alles dabei, Chat? Habe ich auch dran gedacht. Laser-Emote. Nee, Tsubasa, ist jemand von mir.
ist derselbe Dude, der auch meine Emotes gemacht hat. Genau, B-Rave heißt er. So, okay, 1,5 Sekunden, ich sehe ihn. Wäre auch für ein Pressing im Boden. Hast du dir eigentlich Gedanken zum GTA-Thema wie Math, wenn Stay da auf dem neuen Server wieder spielen wird? Nee, habe ich nicht. Möchte ich, glaube ich, auch nicht. Das ist nicht meine Uhrzeit mehr, Dr. Diehard. Dann müsste ich mal abends streamen und ich möchte den Erfolg verweigern. Ich glaube, ich müsste halt... Nee, weil sie jetzt gerade schreiben, P2 ist 17 Sekunden vor uns, den werden wir aber nicht mehr kriegen. Keine Chance. Wir haben bloß noch 30 Minuten Zeit. Das geht nicht. Vielleicht ein bisschen Hilfe von auf. Also ich möchte meinen Lebensstil nicht daran anpassen, mehr Dr. Diehard. Ich glaube, das würde mich nicht glücklich machen. Und ich bin mit dem, was ich jetzt gerade aktuell so mache, ehrlich super zufrieden. Und ich habe auch so das Gefühl, dass seit 9 Jahren der Stream mal so an einem Punkt ist, wo er wirklich mal so ein Dreivierteljahr schon gut durchläuft. Gut, vernünftig. Wow. Da hat er sich nochmal durchgemogelt. Hat er Glück gehabt. Ja. Weihnachten gibt's aber sowas von Hitman. Das wird nie gestrichen, Maga. Das ist Tradition. Das gibt's. Wird nie weggemacht. Hitman wird nicht weggemacht, Chad. Ich muss mir aber einen neuen Anzug kaufen. Ich muss auch demnächst mir mal eine lange Hose kaufen, weil ich habe keine Hosen mehr. Ich habe nur noch Sporthosen. Ich habe keine einzige Hose mehr. Ich habe nicht mal mehr ein Hemd. Mir passt nichts. Also selbst meine engste kurze Hose, da kannst du vorne 2 Hände reinstecken. Hast du schon neue Shirts gekauft? Nö. Ich trage immer noch die von... Also das hat mir früher war das mal hauteng hier. Nee. Noch nicht. Ich warte mal, bis ich das so einpendel bei 100, denn dann gehe ich, glaube ich, richtig los. Du willst das Chat deine Hände, deine Hose schnell? Dizzy und Shirt selber kaufen. Also ich sag mal, obenrum bin ich gut versorgt, möchte ich sagen. Obenrum bin ich gut versorgt. Battlebalken für Hosen? Hä? Ich mach mir noch keinen Battlebalken an. Oh, der hat's aber eilig da vorne, du. Der hat's aber eilig, du. Ja, ich habe eine neue Größe bei Sauerkraut angegeben, ja. Aber ich glaube, ich könnte noch eine Größe kleiner machen mittlerweile. Das ist auch einfach so insane, Chat. Ich habe letztens mein Hitman-Hemd angezogen. Das hat mir letztes Jahr, Weihnachten, saß das hauteng. Jetzt sah es aus wie ein Kartoffelsack. Total crazy. Der will das Podium auf alle Fälle nicht freiwillig abgeben. Nee. Ja, auch, Scharinado. Ich muss fast komplett neue Klamotten kaufen. Mittlerweile.
Fertig im Frost mittlerweile 27 Kilo. Bis Ende des Jahres ist 37 angesetzt. Aber das wird wahrscheinlich schon Oktober oder November oder so. Das geht echt schnell gerade. War ja gerade ziemlich hohes Risiko. Ja, hast du aber gut gemacht. Arne gibt uns Rückendeckung. Cool, Mann! Dafür gibt's ein Raid nächstes Mal! Und 5 Subs, Alter! Auch Arne ist ein fetziger Typ. Wieso lässt er den nicht vorbei? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist halt Arne. Arne ist ein erfahrener Fahrer, der weiß schon, was er macht. Kuhlmann? Kuhlmann heißt auch Kuhlmann. Eins, eins, eins gegen 666, Oh, sehr geil, David. Das ist echt nicht Kuhlmann. Ist das nicht unser Kuhlmann? Na klar, das ist doch Arne, oder nicht? Doch, das ist doch Arne. Natürlich ist das Arne. Ich erkenne Arne. Ich erkenne Arne 10 Meter gegen Wind. Hoffentlich lässt er uns jetzt vorbei. Na, da gehe ich aber ganz stark von aus. Soll ich mich muten, damit du dich wirklich konzentrieren kannst? Nö, alles gut. Okay. Arne versucht zurückzuholen. Absolut wild. Arne, richtiger Ehrenmann. Alles richtig, Erdmann. Der fetzt. Da gucke ich morgens immer zu, kurz vorm Stream. Arne könnt ihr auch folgen, Chat. Bombardiert ihn mit Follows, beide Chats. Der ist, das ist ein cooler Typ. Entschuldigung, Michel, ich habe dich gerade übergangen. Verzeihung. Ist gut. Kuhlmann ist wirklich nice. Der streamt morgens immer vormittags. Ist wirklich ein super sympathischer Mensch. Und ist auch ein guter Fahrer. Oh. Arne ist etwas unglücklich gerade. Hm. Wieso nur? Hm. Ja, jetzt muss Brechstange jetzt. Geht nicht anders. Hätte ich vorhin auch schon machen müssen. Naja, hätte verkackt. Ich verkack den ersten Sektor immer. Ja, ich auch. Luftdruck von rechts ist schon wieder zum Kotzen. Ich nicht. Komm, Arne, saug dich ran, Junge. Schieb. So. Muss ich mich nochmal konzentrieren. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Wollte ich gerade sagen. Machen wir nochmal Full Focus jetzt hier. Sammel dich nochmal und dann packe jetzt. Ich kann den Angstschweiß da vorne nämlich schon aus dem Auspuff tröpfeln sehen. Oder ist das dein Pipi? Egal. Ist feucht. 10 bis 11. Entschuldigung. Da kommen die Ansagen. Fehler. Der ist breit, Michel. Den mach den. Mach breit, Junge. Leg ihn dir zurecht. Ich hab jetzt die zweite Kurve. Ich wusste jetzt nicht, was er macht. Da musst du schon mal bremsen. Lieber so, als wenn wir uns beide rauskegeln. Naja, ist richtig. Gibt noch böses Blut. Ja, wenn ich fahr einfach beiseite. Arne, mach das. Arne sendet. Oh.
Ach, Arne ist auch so ein wirklich fetziger Typ. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der alte Fanatec Razor. Oh. Ja, Arne ist auch schnell. Arne ist ein Fixer. Zappi ist auch geil. Ja, Zappi ist. Die ganzen LFM-Boys sind cool. Mag die alle. Die mag ich alle. Der fährt hier sehr konservativ in Aquamineral. Ich glaube, der steht kurz vor der DT. Treib ihn in der DT. Treib ihn rein, wir haben noch drei. Scheuch ihn. Scheuch ihn übers Feld. Macht das Pony fertig. Mich in den Arsch, Alter. Irgendwann kriegen wir dafür mal eine Strafe, Alter. Oh, Michel! Oh, scheiße, ich darf nicht so laut sein. Michel, du kleine Sau, Alter. Du Ficker. Wieder mit... Oh, da war's wieder. Das geheime Manöver. I'm an international super spy. Licht aus. Aber warte mal. Ey, PP2 ist doch so Sag mal, ist Arne leer oder warum ist er so schnell? Will der mich verarschen? Nee, Arne kann was, Junge. Hm. Hat Arne jetzt zurückgezogen? Ja, muss er doch. Ach so, er hat Estor vorbeigelassen. Scheiße, Junge. Der ist leer, sagt Götz. Danke, Götz. Oh, hey, 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 nicht so frech, junger Mann. Anfassen ist nicht. Arne hat geübt. Arne ist auch, der ist feilschnell. Arne ist wirklich gut. Oh, der ist piss. Ja, Maga, wenn du dich halt bei so einem Duell verbremst, dann ist natürlich klar, da hast du nicht, bist du nicht zu spaßen aufgelegt. Hey Chat, wenn ihr jetzt wirklich gut drauf seid, ne? Also wenn ihr wirklich gut drauf seid, dann geht ihr mal zu Arne und macht mal Keck Wiggle. Bestellt schöne Grüße und wünsch ihm viel Glück. Nö. Ja, dafür, dass er, da ist ganz schön schnell, muss man sagen, da, ne? Ja, Arne ist ein guter Fahrer. Wie heißt er? Ist irgendjemand da, der einen Link hat von Arne? Schnell mal. Auch eine Hand, ist egal wer. Hauptsache reindonnern und spam. Also, Arne will P11 einholen. Da, Chat, da ist er. Coolmann. mach mal Feuerwerk bei Coolmann, Chat. Das schafft er noch, das schafft Arne noch. Auch ohne mein Zutun. Wiggelt mal ein bisschen rein. Das lenkt ihn ab, das ist egal. Der freut sich trotzdem. Genau, und Pinku hype mal ein bisschen rein. Das geht bei Arne nicht? Scheiße. Hat er das abgeschaltet? Nee, der hat kein Better Twitch. Er hat das Emote nicht zugelassen. Ach, der nimmt irgendein anderes. Nimmt PogChamp oder so. Also irgendwas, was von Twitch da ist. Chat nur für Follower. Na, dann follow da mal rein, El Kracho. Lohnt sich. Wenn Michel nicht da ist und ich nicht da bin, dann kannst du da reingucken. Echt jetzt. Arne ist ein cooler Typ. Believe me. I'm an international... Super Spy. Weil nicht mal einen Cut bekommen. Null. Nicht? Nö. Boah, jo. Wir brauchen Dizzy's Wiggle als Happy Mode. Nächste Woche, Notizi, wirklich, nächste Woche. Prime Sub auch einfach bei Arne rein. Das geht auch, ja. Also, wenn einer einen übrig hat, könnt ihr Arne mal einen spendieren. Ah, nee. Platz 2 kriegt man nicht mehr.
schön gefangen, Michel. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, Chat. Nichts passiert. Ja, ja, ihr kriegt Dizzy Wiggle. Aber ihr kriegt so viele geile Emotionen. Freut euch schon mal auf Fivehead, Chat. Fivehead ist wirklich Fivehead. Na gut, ich hätte da jetzt auch nicht reinhalten müssen, Linus. Also da war ich teilschuld mit. Ja. Ich fahre gerade sehr, sehr aggressiv. Gebe ich auch ehrlich zu. Das gebe ich auch ehrlich zu. Dass du sehr aggressiv fährst. Oh lol, ja, cool, Kuhlmann hat Esdorf wieder unterrundet. Ah, da hat Esdorf wieder überholt. Oh. Ich weiß nicht, wie Esdorf jetzt seine Reifen dort gesnackt hat. Ja. Aber der war ja nun nicht wirklich langsam. Überholt, in Anführungsstrichen. Oh oh. Arne. Hat er ihn getötet? Ja, scheinbar den kurz. Ja, hat er nicht. Kurz geditcht oder so. Grüße zurück von Kuhlmann. Na klar. Schönes Ding. Also jetzt mal wirklich Chat, ne? Ich meine, bei uns habt ihr jetzt schon Follow dagelassen, okay? Und Michel streamt ja so zweimal, dreimal die Woche am Abend, ich am Tag. Was? Wie viel mal? Sei mal ruhig jetzt. Ich muss hier gerade Theatralik aufbauen. Also so, okay. Michel streamt unter der Woche abends relativ häufig, ja? Also häufiger. Und ich am Nachmittag. Und wenn ihr jetzt noch Frühstücksfernsehen braucht, so zum Käffchen morgens oder zur Porridge oder wie auch immer, Haferflocken, was auch immer ihr euch reinzimmert, könnt ihr Arne folgen. Der ist morgens genau. Nämlich da. Dann habt ihr den ganzen Tag Programm, wenn Michel genau. Der mal da ist. Und mittags und abends, habe ich gehört, sind die Primes am besten. Die gehen morgens auch sehr gut. Und wann wollen wir schlafen? Na, nachts. Nachts ist keiner da. Guck mal, hier, Marco ist nämlich Mod bei Arne. Der gibt euch gleich mal die brandheißen Informationen, wie ich heute schon wieder bei Instagram kein Bild gepostet habe. 2 Tage in Folge. Scheiß Influencer, fällt mir auch noch ein. So ein Kack. Und arbeiten? Na, das macht man nebenbei, würde ich sagen. Das gilt natürlich für die Menschen im Homeoffice jetzt, ne? Also, systemrelevante Menschen, für die wird's schwer. Für mich zum Beispiel. Hauptsache, weißt du, er kriegt hier heute irgendwie 400 Subs und Arsch geblasen, so? Vielen Dank für eure Follows. Weißt du, der wird dick und rund gelutscht heute. Ja, P2 kriegt man nicht mehr. No way. Also ich kann auch nur so viel streamen, in Anführungszeichen, weil Lisa halt abends arbeiten ist. Sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen, ja. Ist doch schön. Man sollte als Zuschauer immer das nehmen, was man kriegen kann. Und jetzt bist du viel da und das ist doch prima. Ich finde das schön, dass wir heute hier fahren. Ja, finde ich auch. Finde ich supi. Auch wenn wir hätten besser abschneiden können, aber ich war jetzt also... Nein, ich bin zufrieden damit. Okay, gut. We see them rolle. We are a Wickling. Also ich hätte eigentlich P3 nicht erwartet. Bin ich ehrlich. Weil wir haben halt nichts gemacht. Also... Haben wir wirklich nicht. Nee, wir haben nichts gemacht. Haben wir wirklich nicht. Also ich hab... Null. Ich habe gefühlt 15 Minuten trainiert oder so. Ja, bei mir war es auch nicht viel mehr. Hm.
Mhm. Wir haben halt den Luftdrücker rausgefahren. Heute. Naja, gut, nee, aber wir haben trotzdem mal kurz die zwei Setups verglichen. Und dafür ist es echt ganz gut. Bin ich zufrieden mit. Mhm. Klar, hättest du die DT nicht eingefahren, ne? Dann. Ja. Oder jetzt ist ja nur deine Schuld, die Durchfahrtsstrafe, aber. Hast du gerade gesagt, das ist deine Schuld, du Arsch? Bei einem hat man gesehen, der nicht trainiert hat. Ey, ich fass nicht! Ey, ich fass nicht! Ich hab mich halt vom Verkehr ablenken lassen. Das gebe ich zu. Das war. Also, ich hätte anders. Also. Ey! Ey! Habe ich schon 1,43 jetzt Zeit gefahren, ohne Training. Was los? Ich muss ja Michel auch irgendwann mal gut aussehen lassen. Ich kann ja meinen Meister nicht einholen. Also. So. Danke an euch alle für euren Support. Richtig frech, Thinking. Ich bin weg. Tschüss raus. Peace, Schubi. Die Zelo. Ja, da hast du beim zweiten Stint wieder nicht zugeguckt. Ne? Schade eigentlich. Schade eigentlich. Immer nur Ausreden. Was für Ausreden? Zum Verarschen? Vor allem Gym-Influencer. Ich gehe jeden Tag mal Sport und Pfeifen August. Was denn für Ausreden, du Eierbirne? Bevor heute mein Besuch aufgestanden ist, war ich schon laufen, duschen, hab alles fertig gemacht, Junge. Da hab ich noch Frische gemacht. Sag mal, ich glaub, es knallt oder was? Richtig frech. Ja, den haben wir schon öfters mal im Delta gehabt. Wir müssen realistisch bleiben. Wir haben jetzt noch 7 Minuten, da können wir keine 10 Sekunden zufahren. Wie gesagt, ein bisschen können die dort vorne auch fahren, so ist das nicht. 11 Sekunden? Niemals. Dann er baut einen Unfall. Deswegen bleiben wir trotzdem dran, Chat. Immer. Ich bin heute nämlich um 8 aufgestanden. Alter! Was? Alter! Da ist guck er. Doch mal! Ja, da ist er. Ich sag's doch. Da ist er! Ich kann nicht so schreien, Mann. Was ist mit Error? Kloppt der noch mehr? Ich sag's euch, Chat, immer wieder. Bis man über die Ziellinie fährt. Alles andere ist Kokolores. Sag ich immer wieder. Ich weiß nicht, ob es ihn zerpflückt hat, ob er in der Wand gelandet ist oder ob er sich bloß gedreht hat. Tollinie, Michel. Der ist raus. Mach Druck. Dann kann er sich nicht sammeln. Schön. Schön. Amen International. Super Spot. Komm, der liegt hier. Der hat dir so eine schöne Blutlache da hingelegt. Komm, du leck das Blut, Tiger. Leck es. Du kannst es riechen. Oh, guck ihn der an. Michael, Baby Girl, der legt sich doch hin für dich. Der ist schon wackelig. Komm, Horn, du riechst das Blut. Du willst es auch. Oh, shit. Schön. Baby Girl, komm on. Was war denn jetzt Shit, Alter? Shit, was? Nein, wir haben noch 2 Cuts frei. Michael, du bist der König der Löwen, Mann. Du bist der Löwe. Schnapp ihn dir. Friss ihn. Deine Beute. Treib das Schlachtvieh über die Weide, Junge.
Schlachtvieh, Junge. Streib das Schlachtvieh über die Weide und schnapp es dir. Oh, ja. Oh, er macht zu. Oh, oh. Das, was hier vor uns ist, ist viel zu wild. Na, das geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Das geht. Du musst belieben. Wir kommen da besser durch. Pass auf. Du musst belieben. Guck's dir an. Belief. Belief und Fokus. Belief. Jetzt hat er mich ja gerade angedutzt. Ja, ich weiß. Fand ich nicht so geil. Er wollte dir ein Autogramm geben. Du musst belieben. Komm on, wir belieben, Chat. Vorsicht. Gut, sehr schön reagiert, Michael. Top, tippitoppi. Schön. Der ist kaputt. Oh, Michael, wie ein wirklich, also Gazelle. Das Erste, was mir einfällt, Gazelle. Oh, der Schwung, Baby, der Schwung. Michel, wie eine Katze, da pisch ich ran, Alter. Rammel rein die Krallen in das Schlachtvieh. Ja! Yeah! Oh! Da passt du durch. Das wird eng. Oh, 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 vorsichtig. Vorsichtig. Oh, sehr gut mitgemacht von McLaren. Vorsichtig. Das war so klar, weil... Das war jetzt nicht so geil von Porsche, muss man jetzt wirklich so sagen. Weiß ich nicht. Aber du bist drinne. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich hab schon spät gebremst. Fahr weiter. Der McLaren hätte aber auch mal kurz liften können. Also das ist wieder... Shh. Konzentrier dich. 2 Minuten noch. Ja, ist trotzdem ärgerlich. Wir haben halt jetzt Platz 2 haben können. Können wir immer noch. Haben. Maga, es ist eben gerade ist das Wunder passiert. Es kann auch 2 passieren. Es wollte halt jetzt keiner nachgeben mehr hier in der ersten Kurve. Aber ich muss halt irgendwann einlenken. Der freut sich auf alle Fälle wie ein Schnitzel, das stimmt. Ja, der Estorf, der wird sich ein Loch in den Arsch freuen, ja. Wir müssen uns das leider mal im Replay angucken. Mhm. Es gibt keine Rennleitung, Chat. Es gibt keine Live-Rico. Gibt es nicht. Sah das wenigstens geil aus, wie wir dort 3 weit auf die Kurve gekommen sind. Ja, das sah sehr wild aus. Letzte Minute, Chat. Hashtag WiggleArmy. Ich glaube, der Porsche hat zu spät gebremst. Also ich sag mal, der wäre im Leben nicht mehr um die Kurve rumgekommen. Möchte ich sagen. Nee. Also bei dir war schon allerletzte Ritze. Ja, das stimmt. Ja. Ist wie es ist. Kann man nicht ändern jetzt. Wenn der McLaren hätte uns auch ein bisschen mehr Platz verschaffen können, muss man halt auch so sagen. Ja.
Oh, war schon letzte Runde. Ja. Good race. Naja, Podium eingefahren. Oh, also der letzte Stint war jetzt intens. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Der war wirklich intens. GG's.